Das passt sehr gut zusammen, weil ja Europa nicht allein auf der Welt ist. Auch vor der Existenz der Europäischen Union war ja Europa ein Erdteil auf sehr kleinem Raum mit sehr vielen verschiedenen Teilnehmern. Da war es ein bisschen blutiger als jetzt, als in den letzten 75 Jahren. Die Untergangsstimmung hat, glaube ich, mit dem Gefälle der Gerechtigkeit in der ganzen Welt zu tun. Einfach damit, dass aus vielen anderen Ländern, denen es deutlich schlechter geht als im industrialisierten Westen, die Menschen jetzt wissen, wie es bei uns ist. Früher wussten sie das nicht. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die automatisch eingesetzt hat mit der Totalglobalisierung und der Digitalisierung aller Lebensbereiche. In dem Moment, wo ein Mensch aus Nigeria, Afghanistan oder dem Sudan die Möglichkeit erkennt, nach Europa oder in andere westliche Länder kommen zu können, ist es für ihn natürlich eine bessere Möglichkeit, als sein Land, in seinem Land darauf hinzuarbeiten, dass sein Land einen solchen Standard erreicht. Solche Migrationsbewegungen hat es immer gegeben in der Geschichte der Menschheit. Trotzdem ist es heute also auch die Information ist ein globalisierter Prozess. Dadurch entsteht ein immenser Druck auf Europa. Und die Europäer haben ja viele Vorzüge. Bildung, Intelligenz, die Aufklärung schon geschafft. Dadurch wissen sie auch, dass das ungerecht ist, wie es in der Welt zugeht, dass es ihnen so gut geht und in großen Teilen der Welt geht es eben nicht so gut. Und dieses Gefälle, diese verschiedenen Geschwindigkeiten innerhalb Europas und außerhalb Europas führen zu dieser, was haben Sie gesagt, Weltuntergangsstimmung. Ja, also so würde ich das, glaube ich, zusammenfassen.